Diese Ausstellung, die zeigt eigentlich eine Sammlung, die meine Frau und ich vor circa 33, 34 Jahren angefangen haben. Und zwar, wir wollten eigentlich ein Antiquariat eröffnen und in Luzern, und wir haben einfach einen Namen gesucht. Wir wollten nicht unsere Nachnamen nehmen, sondern etwas, das vielleicht auch ein bisschen darauf hinweist, was für Spezialgebiete in diesem Antiquariat eigentlich sind. Und wir hatten damals, am Anfang haben wir uns eigentlich auf so zwei, drei Hauptschwerpunkte fokussiert, und zwar Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus. Und vor allem aber auch, also Literatur, moderne Literatur, auch experimentelle Literatur, aber auch illustrierte Bücher. Das heißt, wir wollten eigentlich sowohl das Wort wie auch die Kunst, das Bild, wollten wir eigentlich zeigen. Und irgendwann sind wir dann doch schnell auch auf den Namen Hans Arp gekommen, weil erstens mal war da ist, und zweitens war eben in dieser Begabung sowohl als Autor, als Lyriker, wie auch als bildender Künstler. Und es war dann im Raum, dass natürlich das erste Büchlein, das er herausgegeben hat, 1920, die Wolkenpumpe, und die wiederum wäre auch schön gewesen eben für Luzern. Man sagt, in Luzern regnet es oft, und da haben wir gesagt, ja, wir pumpen dann auch die ganzen Regenwolken weg. Und so kam dieser Name, die Wolkenpumpe, auf das Tapet. Und so haben wir das erste Büchlein, die Wolkenpumpe, gekauft. Und sind dann ein bisschen fixiert gewesen, natürlich auch weitere Bücher und weitere illustrierte Werke zu kaufen. Und das war dann Anfang unserer Privatsammlung, wo wir dann über Jahrzehnte einfach Bücher, illustrierte Bücher von Hans Arp, aber dann sehr schnell eben auch von Sophie Teuber, weil für uns war das eigentlich ein Paket, dass man beides haben muss. Und zwar auch, weil das so gegensätzlich eigentlich waren sie. Sie haben zwar Perioden gehabt, wie die Dada-Periode oder die Ende 30er Jahren, wo sie zusammengearbeitet haben, wo man auch nicht mal weiß, welcher Teil ist von Hans Arp und welcher Teil ist von Sophie Teuber Arp. Aber in der anderen Zeit haben sie so selbstständig und eigenständig gearbeitet, und das war eigentlich für uns auch wie eine Symbiose, eine Ergänzung, diese zwei Künstler dann auch zu sammeln. Es ist sowohl, also die Ausstellung heißt ja Kooperation, Kollaboration. Und vielleicht muss man da noch was sagen. Also ich habe diese beiden Begriffe wie folgt verwendet. Kooperation ist eigentlich das Übliche, wenn ein Künstler und ein Autor, Autorin etwas, ein Buch zusammen machen. Das heißt, der Autor hat einen Text geschrieben und der Künstler illustriert mehr oder weniger auf das Werk eingehend dieses Buch. Das sind die Kooperationen. Und da gibt es von Hans Arp und Sophie Teuber Arp wirklich sehr viele. Weil in der Dada-Zeit, das sind ja gerade in den 20er und 30er auch Jahren, da war das üblich, dass die Künstler haben Bücher von Autoren illustriert oder sie haben Mappenwerke herausgegeben, rein nur mit Kunstblättern, mit Grafiken und so weiter. Das war eigentlich dort das Gang und Gäbe. Die Kollaboration hingegen, die geht eigentlich ein bisschen weiter. Das heißt, eigentlich die Kollaboration so, dass die Urheberschaft des Einzelnen wie verschwindet. Und wir können dann später auch mal ein, zwei Beispiele anschauen, wo Sophie Teuber und Hans Arp, aber auch andere Künstler zusammengearbeitet haben und das in einer Kollaboration, wo am Schluss etwas herausgekommen ist, wo man nicht mehr genau weiß oder oft nicht weiß, wer hat jetzt genau diesen Strich gemacht und so. Das ist die Kollaboration. Und dieser Ausstellungsname soll auch Programm sein. Ich habe aus unserer Sammlung ein paar Beispiele mitgenommen, die wir jetzt hier ausstellen und diese zwei Begriffe auch verdeutlichen und veranschauen.
Es ist nicht nur auch in dieser Zwischenkriegszeit, es war eigentlich schon früher bei Hans Arp, angefangen hat er sogar als 18-Jähriger, wo er zusammen mit seinem Zeichnungslehrer in einem Landhaus von den Arps im Elsass zusammen ein 4 auf 6 Meter großes Wandbild gemalt haben, die beiden, also der Schüler Arp mit seinem Lehrer. Und auch dort, ein bisschen in einem ägyptischen Manier, man hat nur ein kleines Fresko, ein kleines Bild daraus ist noch erhalten geblieben. Und auch dort weiß man nicht, welche Striche, welche Teile dieses Bildes von Arp oder von seinem Lehrer kommen. Und ich glaube, das hat auch Hans Arp in einigen Schriften auch so geschrieben, dass er gesagt hat, eigentlich müssten die Künstler wieder werden wie die Künstler im Mittelalter. Und er hat auch das Bild des Steinmetzes und der Steinmetze gebraucht. Er als Straßburger mit dem Straßburger Münster war wahrscheinlich auch immer präsent, dieses Münster, wo er sagte, man weiß nicht mehr, wer beispielsweise dieser Teil der Skulptur gemacht hat oder ob das Wandbild oder die Kanzel oder so von wem ist. Es ist eine Einheit geworden, ohne Namen. Die Kunst sollte namenlos wieder werden. Und das war auch so, dass er beispielsweise in der Zeit von 1918 bis ungefähr 1939 seine Bilder auch nicht signiert hat. Und Sophie Teuber hat das so verinnerlicht, Sophie Teuber hatte nie eigentlich in dieser Zeit die Bilder signiert. Erst später hat man das ein bisschen gelockert. Sie haben wahrscheinlich auch sogar nachsigniert möglicherweise. Aber es war eine Zeit, wo sie die Bilder nicht mal mehr signiert haben auch. Und ich denke, der Höhepunkt dieser namenlosen Kunst, das war das Album Grasse, das sie 1941 in Grasse zusammen mit Alberto Magnelli und Sonia Delaunay gemacht haben. Das war in der Zeit, als die Arps im Südfrankreich quasi im Exil waren. Es war nicht mehr möglich, dass sie in Meudon bei Paris, wo sie gelebt haben, länger sein konnten. Sie sind dann nach Südfrankreich, nach Grasse gegangen. Und dort eben waren auch Sonia Delaunay und Alberto Magnelli in dieser Stadt auch. Und sie haben dann zusammen, zu viert, haben sie 10 Blätter gemacht, wie sehen Sie dann nachher hier. Und dort war eigentlich die Idee, dass sie zu zweit oder zu dritt an einem Blatt gearbeitet haben. Und der Ursprung war, dass man dort auch nur den Titel Album Grasse macht und nicht wer dahinter steht und vor allem auch nicht, auf welchem Blatt welche Künstler, Künstlerin gewirkt hat. Sie wollten das dann 1941 in Druck geben, Grasse, zu einem Lithografen gegangen, das lithografiert, und tragischerweise wurde dieser Lithograf-Drucker wurde von der Gestapo verhaftet und dieses Album konnte nicht realisiert werden. Erst 10 Jahre später, 1950, hat dann Sonia Delaunay, hat auch diese Platten übrigens 1941 gerettet und hat dann in Paris dieses Album herausgegeben. Dann allerdings schon als Album Grasse, aber auf der letzten Seite war eine Aufstellung, welches Blatt von welchen Künstlern gemacht wurde. Also eigentlich hat dann 50 Jahre später, war eigentlich diese namenlose Kunst dann leider nicht mehr gegeben. Natürlich, man spekuliert auch ein bisschen immer, aber es ist auch vieles verbürgt. Also getroffen haben sie sich ja zum ersten Mal 1915 in Zürich in der Galerie Tanner. Und dort hat Hans Arp Teppiche oder Webkunst gezeigt in der Galerie Tanner. Und
Sophie Teuber war ja zu dieser Zeit bereits an textile Gestalterin und deshalb ist sie wahrscheinlich auch in diese Galerie gegangen, hat dann dort Hans Arp kennengelernt. Und ich denke, dass zu dieser Zeit es wirklich eine Gleichberechtigung war. Es gibt auch Teppiche, die beide zusammen gemacht haben. Also wieder eigentlich diese Kollaboration. Und andererseits glaube ich, dass Sophie Teuber war eigentlich noch vielfältiger. Und zwar auch in der, im Genre und, in der, und in der, in, im Material. Also wenn man sieht, was Sophie Teuber, sie war ein Multitalent, eine Universalkünstlerin, viel, viel mehr. Hans Arp war Dichter und Künstler. Aber wenn man bei der Sophie anschaut, das, bei der Sophie Teuber, sie war textile Gestalterin, sie war abstrakte Künstlerin, sie war Möbeldesignerin, sie war Innenarchitektin in der Obed, sie war Architektin, sie hat das Haus in Meudon selbst gemacht. Sie hat mit allen Materialien Erfahrung und ich glaube sogar, dass sie dort Hans Arp auch ein bisschen überlegen war. Es gibt auch eine Anekdote, dass es hieß, als sie da in Zürich an der Kunstgewerbeschule für textiles Gestalten gelehrt hat, dass sie quasi an der Quelle der Materialien war. Sie konnte also auch Karton, Pappe oder Stoffe mitnehmen und hat dann zusammen zu Hause quasi wieder mit Hans Arp an diesen Stoffen oder an diesen Materialien gearbeitet. Hans Arp war manuell nicht sehr begabt, das weiß man. Und von daher glaube ich auch, dass eigentlich Sophie Teuber immer ein bisschen die Nase ein bisschen vorne gehabt hat. Aber, und das war halt auch der Zeit geschuldet, die Frau war einfach die Frau. Und viele wussten gar nicht, dass Sophie Teuber auch Künstlerin war. Es gibt eine Anekdote, das ist eigentlich nicht eine, sondern verbrieft, von Michel Seufort, ein Freund von den Arps, der war eingeladen in Meudon, in Clamart, und wollte dann auf die Toilette und hat sich in einem Stock geirrt und ist dann im obersten Stock gelandet und sah plötzlich das Atelier von Sophie Teuber, ist runtergegangen und hat gesagt, wer arbeitet hier oben noch? Also selbst ein Freund von den Arts wusste nicht, dass sie so vielfältig auch arbeitet. Oder es gibt auch Fotos, und auch Sophie Teuber hat sich auch mal beschwert, dass sie sagt, also sie fühle sich langsam wie eine Restaurantbesitzerin. Alle Freunde, da war Max Ernst und Dösburg und alle diese Freunde, die kamen in den Garten von Meudon und sie musste dann Kuchen machen, sie musste den Kaffee bringen und so. Und das hat sie eigentlich ein bisschen, sie hat das schon gemacht, aber sie hat sich dann auch ein bisschen mal beschwert, dass sie eigentlich in Meudon sei, um zu arbeiten und nicht um ein Kaffeehaus oder ein Restaurant zu betreiben. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, also man in den letzten Jahrzehnten, ist ja der Wert und die Wertschätzung von Sophie Teuber riesig gewachsen, mit Recht. Und es ist wahrscheinlich, wenn man das Gesamtwerk, das Kleine, weil es ja so lange hat es ja nicht gelebt leider, überblickt, die Vielfältigkeit, die Materialien, die Konsequenz, mit der sie das gemacht hat. Sie ist ja fast das Gegenteil von Arp. Sie war ja die geometrische, die formale, die klare Sprache, während Arp mit den amorphen Formen sich ausgedrückt hat. Aber bei ihr ist auch immer wieder, auch wenn es ganz starr und klar, streng geometrisch ist, es gibt oft so eine Auflösung ins Heitere, wo die Starrheit aufgelöst wird und wo es gibt. Und das macht eigentlich ihre Kunst so leichtfüßig, so leicht und auch so angenehm zum Betrachten. Es ist nicht die Art der Zürcher Konkreten wie Lose oder Gamigrès und so, wo wirklich quasi nur mehr mit dem Lineal gearbeitet haben. Nein, sie hat auch wirklich mit Formen, mit Kreisen und mit Kurven und Rundungen dann ihre
ihre Abstraktheit gebrochen, kann man fast sagen. Also ich gedacht ist auch, dass erstens einmal jemand die Ausstellung sieht und vielleicht sogar die jungen Leute vielleicht sogar auch Lust bekommen, selbst etwas zu sammeln. Das ist ja egal was, aber auch einen Zugang bekommen zu, was heißt sammeln. Es sind hier nur ein Bruchteil dieser Sachen, die wir gesammelt haben, ausgestellt, das ist auch klar. Aber man sieht hier auch die Vielfalt einfach und wie es Spaß macht, obwohl es ja begrenzt ist quasi auf 2 Personen. Aber wenn man dann schaut, wie disparat die ganzen die Kunstsachen sind oder eben auch wie sich Kunst und Wort und Literatur zusammen quasi eine Symbiose entwickelt. Das war eigentlich der Impetus, diese Sammlung hier oder Teile von dieser Sammlung zu zeigen. Und ich bin auch sehr glücklich und meine Frau auch natürlich, dass wir an diesem Ort, wo eigentlich schon früher eine Buchhandlung war, und zwar eine Buchhandlung, wo bestimmt sowohl Sophie Teuber wie Hans Arp auch da drin waren, in der ehemaligen Buchhandlung Obrecht, das möglich war, hier ein paar von unseren Sammlungsexemplaren zu zeigen. Und das war eigentlich der Grund, weshalb wir hier ausstellen und ausstellen durften. Dieses Album Grass, genau wo wir gesprochen haben, das 1900, Alberto Manielli, Sonia Delaunay, Sophie Teuber-Arp und Hans Arp 1940-41 gemacht haben. Vielleicht nehmen wir da mal dieses Blatt an. Jemand, der vielleicht nicht so kunstbewandert ist, vor allem im 20. Jahrhundert, würde sagen, ja, das könnte von einer einzigen Person gemacht worden sein. Aber eigentlich ist es nicht von einer Person, sondern von 2 Personen gemacht. Und zwar der farbige Teil, das ist Sonia Delaunay, sehr typisch für sie eigentlich auch. Und diese schwarzen Formen, das ist von Sophie Teuber-Arp. Dann, wenn man eines weiter unten anschaut, es steht wieder nicht drauf, wer es ist, aber man sieht von der amorphen Form her, dass es Hans Arp ist. Und auf diese Form von Hans Arp, die typisch geometrischen Formensprache von Sophie Teuber. Das ist also ein Blatt mit den beiden, mit dem Künstlerpaar Sophie Teuber-Arp und Hans Arp. Und so gibt es alle 10 Blätter in verschiedenen Zusammenarbeiten. Und was ich auch gesagt habe, das letzte Blatt, hier wird es schöner, also wirklich, das finde ich ganz toll, wie es gemacht ist. Es wird abgedeckt, weil man hat ja vielleicht auch den Wunsch, selbst zu erraten, welcher Künstler, welche Künstlerin mit wem ein Blatt gemacht hat. Und so kann man sich dann auch überzeugen, hat man richtig oder falsch geraten. Denn hier wird bei jedem Blatt wird dann geschrieben, wer mit wem zusammen dieses Blatt entstanden ist. Eines meiner liebsten Bücher aus der Sammlung ist dieses Kleinod. Und zwar ist der Titel Poésie des mots inconnus, also die Poesie der unbekannten Worte. Herausgegeben von Iliast, das war einer der größten Typografen und Buchhersteller in Frankreich in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und zwar entstand die Idee zu diesem Buch folgendermaßen. Er
In dieser Zeit war 1948, 50, gab es in Paris eine Bewegung, die Lettristen, Le Lettrisme. Und Ilias ist an eine Veranstaltung von diesen Lettristen gegangen und dort wurde quasi von Isidore Isou und von Maurice Lemaître wurde quasi proklamiert, dass sie, die Lettristen, quasi die Lautpoesie oder auch die visuelle Poesie erfunden hätten. Ilias ist nach Hause gegangen und hat gesagt, also die haben nichts begriffen. Das Ganze gab es doch schon während der Dada-Zeit in Europa, also in der Schweiz, in Deutschland. Und wollte eigentlich als Seitenhieb auf diese Lettristen ein Buch herausgeben mit Schriftstellern, Dichtern, die eben Lautpoesie oder visuelle Poesie gemacht haben und Künstlern, die diese Werke dann illustrieren. Und das sind im Ganzen sind das über 20 solche Blätter, die auch gefaltet sind, zweimal gefaltet. Und der Einband dieses Werkes ist bedruckt mit «Ne coupez pas mes pages». Das heißt, schneiden Sie nicht meine Blätter, meine Seiten auf. Und zwar in Frankreich war die Mode, und es ist leider auch immer noch, dass wenn Bibliophile ein Buch gekauft haben, als erstes wurden nämlich die Blätter, weil es auch unaufgeschnitten war, die Blätter wurden aufgeschnitten und das Buch wurde einem Relieur, also einem Buchbinder, der es noch dann kunstvoll gebunden hat, möglichst noch mit einem eigenen Kunstwerkfass versehen, wurde es gebunden. Und dass diese Blätter nicht, die durften nicht geschnitten werden, sonst verfällt das Buch quasi. Und quasi also schneidet bitte nicht meine Bücher auf. Und quasi als zweites Seitenhieb und bindet es auch gar nicht ein, weil dann seht ihr nämlich diese Blätter gar nicht mehr. Es gibt 115 Exemplare von diesem Werk und es sind namhafte Künstler. Also man sieht hier Miro, hier sieht man Sophie Teuber. Es ist Picasso ist dabei, Wals, also das Who is Who von der Künstlerwelt ist hier vertreten, auch Tanguy, Giacometti, also eigentlich alles, was Rang und Namen hatte von den 20er Jahren bis in den 50er, ist in diesem kleinen Büchlein vertreten. Es ist wie eine Anthologie, erstens mal der Lautpoesie und der visuellen Poesie, aber auch ein kleines Taschenmuseum mit diesen kleinen Illustrationen, die manchmal auch ganz frech, wie dieses bei Miro, quasi in den Text hineingreifen. Also da hat Miro quasi direkt in den Text eingegriffen. Oder hier von Raoul Hausmann, diese diese typischen Lautgedichte von Raoul Hausmann, wunderschön dargestellt in der Typografie. Eines meiner Lieblingsbücher aus dieser Sammlung und selten zu finden mehr, weil es natürlich 115 Exemplare, 1949 herausgekommen, ja, viele gibt es nicht mehr davon. Es sind fünf verschiedene Abteilungen quasi und in jeder Abteilung hat es vier oder fünf diese zusammengefalteten Blätter. Es ist auch ein haptisches, das Haptische ist so wahnsinnig hier. Man muss, hier fehlt jetzt noch, es gibt das noch, das Ganze ist nochmal in einem Pergament, so wie eine Schale, eingewickelt. Es ist wie eine Zwiebel, man muss es aufmachen, man muss es aufblättern, immer zu einer neuen Schicht vordringen. Und also das ist hervorragend, es ist von mir aus auch ein Wunderwerk der Buchkunst und der Typografie. Hier stimmt einfach alles. Es ist ein Kleinod. Das ist die quasi die Dada-Ecke hier ein bisschen. Das ist auch der Anfang von Arps Arbeiten als Dadaist. Wir sehen hier
Die Fantastischen Gebete, das ist ein Gedichtband von Richard Hülsenbeck. Und das Frontispiz, das Titelblatt, ist ein Holzschnitt von Hans Arp. Auf ein rotes Papier, das ist nicht also auf den Karton gemacht, sondern es ist quasi ein ganz filigranes rotes Papier, auf den dann dieser Holzschnitt kommt. Und man sieht wunderbar diese Struktur des Holzes. Das ist wirklich Holzschnitt, da merkt man noch, dass es eben vom Holzstock gedruckt wurde. Das unterhalb, das ist ein Gedichtband von Tristan Tzara, einem anderen Dadaisten, 1920. Das ist in einem kleinen Briefratdruck erschienen. Cinéma calendrier du cœur abstrait heißt es. Und die ganz typischen, mit den ganz typischen, ganzseitigen Holzschnitten von Hans Arp. Und wenn man schaut, das Büchlein oberhalb, das ist 30 Jahre später rausgekommen, das ist von Tristan Tzara, 25 et un poème. Und wenn man ganz genau schaut, merkt man, dass das eine Verwendung, also hier der Holzschnitt verwendet wurde. Und zwar hat Hans Arp in dieser 50er Jahren hat angefangen, seine eigenen Bücher, also die Holzschnitte daraus, zu zerreißen. Er hat Papier déchirés sogenannte gemacht, die quasi die zerrissenen Teile neu zusammengesetzt, und herausgekommen ist dieses Papier déchiré. Wenn man schaut, beispielsweise das rechts oben, diese Banane mit diesen Flügeln quasi, die taucht hier oben wieder auf. Dann die beiden Augen sind auch hier schon bereits, aber anders dargestellt, anders zerrissen. Diese Zunge links unten ist auch noch da, aber es ist eine neue Grafik entstanden, ein neues Papier déchiré. Und vielleicht als letztes noch, gleichzeitig fast mit der Wolkenpumpe, seinem ersten Büchlein, ist im selben Jahr der Gedichtband Der Vogel selbst tritt herausgekommen von Hans Arp. Ein ganz filigranes Titelblatt, das ist eine Goldfolie, die, wenn man denkt, das ist jetzt schon 101 Jahre alt, und diese Goldfolie ist ganz, ganz filigran, sie ist immer noch gut erhalten. Und Hans Bolliger, einer der großen Kenner des Dadaismus, der hat mir mal gesagt, weißt du, der Hans Arp, am liebsten hatte er Gold. Und schon 1920 als Dadaist, Gold und Dadaist, es taucht dann übrigens ein paar Jahre vorher auch wieder hier als in einem Gedichtband von Tristan Tzara auf, 25 Poème, wo er auf dieser Goldfolie sogar auch noch einen Holzschnitt gedruckt hat. Das ist so ein kleiner Querschnitt durch die Dada-Zeit von Hans Arp. In dieser Zeit, wo er mit Sophie Teuber auch wahrscheinlich am meisten produktiv war, viel zusammengearbeitet hat, und gilt für mich also auch natürlich eine wunderbare Zeit, die man retrospektiv auch von den Texten her wirklich nur empfehlen kann.